So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors und aktuell machen wir leider, es tut mir leid, keine Story, sondern wir holen sämtliche Truhen nach, die uns fehlen. Das machen wir allerdings mit anhand eines Guides. Selbst mit dem Guide dauert es schon lang genug, ne? Und ja, das nächste Level ist dann das Urbosa-Level. Da fehlt halt massig. Also eingetragen sind 10 Kisten, so ist es. Ich muss alle durchlaufen. Es hilft nichts. Ich muss alle ablaufen. Das sind ganz viele bestimmt eingegraben, die mir fehlen. Hundertprozentig. Das ist insane. Aber ich kann vielleicht die Mission ein bisschen schneller zumindest spielen. Weil ich mittlerweile ja verstanden habe, wie es sinnvoll ist, die Leute durch die Gegend zu schicken, ne? Ja, das passt so. Die Konstellation können wir lassen. Das ist okay. Ab dafür. Aber die muss jetzt halt echt alle ablaufen. Komplett. Komplett, Rino. Ja, wirklich. Ja. 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 Halt die Schnauze. Aber hilft nix. Hilft alles nix. Sind halt Filler-Folgen jetzt, ne? So ist es in guten Serien ja auch. Okay, also die erste Truhe, die ich kontrollieren muss. Ich habe ja zum Glück gleich die volle Fläche. Die erste Truhe, die ich kontrollieren muss. Ach, und ich muss aufpassen, dass mir Zelda nicht drauf geht. Da war was. Ich muss bei Zelda aufpassen. Ja, scheiße. Die erste Truhe ist hier unten. Da. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal hier kämpfen, damit Zelda hier nicht drauf geht. Wo ist Zelda? Da. Da geht's nämlich schon los. Ihr lasst alle Zelda in Ruhe. Und Zelda kann ich ja leider nicht steuern. Das ist ja die einzige, die ich nicht steuern kann. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Straight hier nach hinten. Ich meine, ich muss 4 Truhen finden, die ich nicht habe. Da wird ja wohl eine oder die andere dabei sein. So. Irgendwo hier. Ha. Okay. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 ist... Da ist einer eingezeichnet, in diese Ecke. Ich würde vermuten, dass wir die haben, aber wer weiß. Wer weiß. Wir räumen mal kurz hier auf, wenn wir eh schon hier sind. Laden dabei unser A auf. Nehmen einen Posten ein. Kann nur von Vorteil sein. So. Also hier nach hinten laufen. Da ist irgendwo eine Truhe.
wenn noch eine da ist. Im Grunde da, wo der Krog ist. Aber wenn, also wenn die da ist, wo der Krog ist, dann müssten wir die doch wirklich mitgenommen haben. Dann müssten wir die doch wirklich gesehen haben und mitgenommen haben, hoffe ich jetzt einfach mal. Also ich sehe hier keine Truhe. Aber das wäre sozusagen jetzt wieder eine, der, die ich nachgucken müsste, wenn wir keine weiteren finden. Gut. Wo muss ich denn hin? Hä? War ich da oben nicht gerade, wo das hinzeigt? Was ist denn jetzt los? Halt! Hallo? Untersteh dich! Okay. Ich dachte, ich war gerade hier oben, aber ist ja egal. So, jetzt geht die Tour... die Tour auf. Jetzt geht das Tor auf. Zelda jammert auch nicht, dass sie in Bedrängnis ist. Alles gut. Dann kann ja erstmal wieder nichts schief gehen. So. In der Stadt sind drei Truhen eingezeichnet. Die eine... Oh, gleich hier vorne. Hier irgendwo. Aber dann würde ich sagen, die haben wir. Oh, hier kann man rein. Ist hier eine Truhe? Oh mein Gott, Tatsache. Die hätte ich nie gefunden. Okay. Zwei von vier, die gefehlt haben. Wir müssen ja nur auf vier von vier kommen. Alles andere ist ja erstmal egal. So, machen wir mal kurz die Sequenz hier. Eine Truhe war oben in Urbosas Gemach. Urbosas Gemach, die haben wir auch. Die ist auch eingezeichnet, die haben wir. Da bin ich mir sicher. Link! Hey, Impa! So. Haben wir jetzt jeden Namen mal genannt? Okay, cool. Also ich gehe kurz rein, aber die haben wir hundertprozentig. Na, die war hier hinten. Da war eine Truhe, die haben wir mitgenommen. Safe haben wir die. Okay. Zelda. So, die nächste Truhe. Die es anzeigt, ist in dem Eck hier. Also gleich hier in der Nähe. Können wir einfach hinlatschen. Obosa! Ah ja. Ich habe wieder nicht auf Easy gestellt. Ich habe schon wieder vergessen. Mann! So, also hier die Ecke. Oh! Nee. Ist es die Ecke oder ist es außerhalb? Ah, es könnte... Es könnte auch die Ecke sein, wo der Krog ist, aber dann haben wir die Truhe. Also wenn hier eine Truhe gewesen sein sollte, haben wir sie. Aber es könnte auch ganz außerhalb sein. Also entweder hier, aber da ist halt nichts. Oder wie gesagt, hier einmal außen in die Ecke gehen. Aber auch hier ist nichts. Also wenn hier eine war, haben wir sie. Also hier war auf jeden Fall eine, aber ich meine, dann haben wir sie. Ich hake die jetzt erstmal gedanklich ab. Okay. 6 und 7 sind recht nah beieinander. 6 ist hier. Da ist 6. Und 7 ist da. Also das ist, ne? Ach shit, ich muss... Und ich muss die Jägeroffiziere erstmal besiegen. F... Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Hier komme ich nicht durch.
Schon recht. So, jetzt. Das ist. Wahrscheinlich haben wir die Stadt gesichert, Zelda. Wir. Also jetzt hier nach hinten. Dann machen wir da Radau, dass der das Ding kommt. Dann freuen wir uns eine Runde. Nee, ist noch viel weiter, ist noch viel weiter. Natürlich. Ah, ich war noch zu weit weg. Gut. Der Joke ist ja, das Ging kommt genau bei 50 besiegten Gegnern. So bei 49 reicht's noch nicht. Ist noch nicht laut genug gewesen, Lel. So. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Moldora. So, gegen den kämpfen wir nicht. Den lassen wir einfach in Ruhe. Wir wollen weiterlaufen. Einmal hier ganz nach hinten. Einmal hier ganz nach hinten in die Ecke. Aber ich glaube, selbst wenn hier eine war, müssten wir sie haben. Weil hier habe ich mich nach Crox ja auch sehr genau umgeguckt. Ich glaube, da habe ich auch die Truhe dann gesehen. Keine hundertprozentige Garantie. Aber hier würde ich jetzt nicht ganz langes schauen, zumindest. Weil wir... Wir haben ja noch genug Plätze vor uns, wo noch Truhen sind. Ne? Also ich denke, die hier haben wir. Wo auch immer sie war, aber ich denke, die haben wir. Gut, die nächste ist, wie gesagt, gleich ganz in der Nähe. Einfach da gegenüber. Jetzt, wenn ich geradeaus durchlaufe, dann ist da eine Truhe. Auch die, denke ich, haben wir. Na, bei dieser Form sind wir auch ganz schön viel rumgelaufen. Also da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir hier eine Truhe übersehen haben. Also halt wirklich nicht. Bleib hier! Short. Kein Geld für mich. Na, also die war hundertprozentig hier irgendwo und die haben wir. Also das wäre jetzt auch eine, wo ich nicht noch 300 Mal zurückkomme, um hier zu schauen. Nein, die haben wir. Okay. Nummer 8. Ist hier eingezeichnet. An der Ecke. So, und jetzt hätten wir den Punkt, wo wir die Kollegen losschicken können. Mipha geht hier hin. Urbosa geht hier hin. Und ich gehe darüber. So. Sind die schon dort? Ja gut, da bin ich aber auch schneller. Da bin ich aber schneller, wenn ich da selber hinlaufe.
Dann könnt ihr es auch lassen. Falsche Taste. Aber was soll's. Juckt. So. Gut, dann laufen wir jetzt schnell zur 8 hin. Auch wenn da das Tor noch zu ist, normalerweise. Aber vorher könnte ich ja die Truhe zumindest sehen. Die muss hier am Rand jetzt irgendwann kommen. Hier am Rand müsste jetzt irgendwann eine Truhe auftauchen, wenn wir sie noch nicht haben. Langsam. Ich würde die auch als wir haben sie abhaken. Aber ich gucke mich noch ein bisschen um. Nicht, dass die vergraben ist oder so ein Quatsch. Aber jetzt bin ich halt schon nicht mehr am Rand. Ne? Und bisher waren die Einzeichnungen wirklich sehr, sehr präzise bei den Karten, die ich hier nutze. Es ist wirklich hier am Rand eingezeichnet. Und da sehe ich nichts. Nee, da sehe ich nichts. Und wie gesagt, selbst da drüben, also dieses Stück hier, da sehe ich auch nichts. Nee. Nein. Nee. Würde ich jetzt erstmal ausschließen. Okay, wir wechseln zu Mipha. Die hat immerhin ihr Ziel erreicht. Das ist ja schon mal was. So, und Mipha kann nach Nummer 9 gucken. Nummer 9 ist nämlich da. Irgendwo. Nummer 9 ist nicht so eindeutig, sagen wir mal, eingezeichnet. So ein bisschen hier in der Ecke. Aber Nummer 9 und 10 muss ich jetzt im Prinzip finden, weil mir fehlen ja noch zwei. Also jetzt darf es eigentlich keine mehr geben, wo ich sage, okay, habe ich wohl schon. Das ist nicht so gut. Es ist gar nicht gut. Weil wenn ich die jetzt nämlich auch nicht finde, dann beginnt der kritische Teil. Dann haben wir nämlich da, wo wir eine hätten jetzt finden sollen, keine gefunden. Und dann war ich da etwas zu schlampig. Ah, Moment. Es ist bei dem da unten. Nee, es ist da unten. Da in der Richtung. Nicht da oben, sondern hier in der Richtung. Hier irgendwo. Oder? Ja, irgendwo da so. Finden wir hier eine Truhe? Oh mein Gott. Sehr gut. Damit haben wir die. Und die letzte Truhe. Kann man auch mit Mipha hinlaufen. Ist da eingezeichnet. Hier in dem Eck. Puh, ich hoffe, die auch taucht jetzt auf, weil das wäre jetzt die letzte, die wir noch brauchen. Also die muss jetzt da sein. Wenn die nicht da ist, haben wir keine vier Truhen gesammelt. Oder ich kann nicht zählen. Beides ist möglich. Entweder ich kann nicht zählen oder wir haben dann keine vier Truhen gesammelt.
Aber gut, wir werden es gleich sehen. Also wir nähern uns jetzt. Es ist so ein bisschen... Ja, hier jetzt eigentlich. Irgendwo hier jetzt. Irgendwo hier jetzt müsste eine Truhe sein. Ich würde ja tippen, das ist eine vergrabene Truhe. Scheiße. Bisher sehe ich nichts. Aber es ist aber auch noch zu viel los. Ich komme mich hier noch überhaupt nicht richtig umgucken. Ich würde mich jetzt mal gerne in Ruhe umgucken können. Dafür müsstet ihr alle mal einen Abflug machen. So. Also, die ist... Ja, eigentlich da, wo mein Pfeil jetzt ist. Eigentlich wirklich da, wo mein Pfeil jetzt ist, wenn man das so anguckt. Also irgendwo hier in der Ecke. Ich meine, hier sind so ein paar Sachen. Da könnte durchaus eine Truhe mit auftauchen, irgendwo im Sand. Ich gehe hier mal vorsichtig außen rum. Da ist keine. Wo? Ja, da, ich bin ja gleich da. Scheiße. Scheiße. Haben wir jetzt 4 Stück gesammelt oder nicht? Oh Gott, wo haben wir denn jetzt überall neue Truhen gesammelt? Wir haben... Die hier haben wir gesammelt. 1. Wir haben hier die im Haus gesammelt, das war 2. Und wir haben die mit Mifa gesammelt, das war 3. Aber ich dachte, es waren 4, die mir gefehlt haben. Welche habe ich nicht gründlich genug geguckt? Welche habe ich nicht gründlich genug geguckt? Könnte die 5... Wo sind die alle gerade? Ach, jetzt ist... Ja, jetzt ist Obus natürlich hierhin gelaufen. Ah, scheiße. Okay, ich wechsle mal kurz zu Obosa. Nichts leichter als das. Du gehst mal schnell zurück in die Stadt. Und wir kontrollieren die 5 nochmal. Hey. Vielleicht ist die 5 nämlich auch... Anders als ich denke. Das Problem ist nämlich gerade die 5, ne? Die 5 war ja hier so eingezeichnet. Und das könnte ja auch ein Teil von der Stadt sein. Und nicht hier außen. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich mir das nämlich so angucke, sind da nämlich Gänge. Das sind Gänge. Als ob man da rein könnte. Als ob da wieder so Gebäude sind, wo man rein kann. Hier war ein Krog, glaube ich. Ja, da war ein Krog. Ist hier irgendwo ein Gang, wo ich rein kann? Da oben. Ich kann hier oben rein. Oh mein Gott, ich war hier nie drin. Ist hier eine Truhe? Das wäre genau der Ort. Ist hier irgendwo eine Truhe? Oh mein Gott. Die muss ich doch gerade mehrmals im Bild gehabt haben. Holy moly. So. Wir räumen jetzt hier noch Koga weg. Wo ist er denn?
Hui! Das macht Spaß, Herr Koga. Easy. So, okay. Ah, mein Gott. Das war eine schwere Geburt. Das war eine sehr schwere Geburt. Oh Gott. Aber ich hatte den richtigen Riecher mit der Nummer 5. Aber ich hatte den richtigen Riecher mit dafür. Ach mein Gott, Mifa ist doch in Ordnung. Ich muss nur gucken, dass da kein so EP-Ding dabei ist. Das wäre dumm. Also nicht sowas hier EP in der Schlacht, sondern EP zum Verbessern, ne? Aber die scheint selten zu sein. Okay. Damit haben wir jetzt Obosa auch vollständig abgeschlossen. Oh Gott, ey. Mann, 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 Mann. Nächstes Level. Der Jäger-Clan greift an. Das ist die Stall-Stage. Oh Gott. Die darf ich ja auch nochmal komplett spielen jetzt. Habe ich ja noch nicht oft genug jetzt gemacht. Ja, 2 Kisten fehlen. Perfekt. Ach ja, da darf man ja, anfangs darf man ja, ne, mit Link nicht spielen. Dann lassen wir Mifa vorne, das passt. Mifa ist schnell, Mifa ist stark, haut hin. Ist okay. Und Obosa als Zweitcharakter ist auch in Ordnung. So, aber ich, das Schöne ist, die Kisten sind sehr nah beieinander. Also nicht alle, aber viele. Es gibt ein sehr großes Gebiet, wo überhaupt keine Kiste eingezeichnet ist. Und das kann ich also komplett skippen. Was die Sucherei angeht. Okay. Es ist nur eine, die gefehlt hat, ne? Wir müssen eine Kiste finden. Wenn wir eine haben, müssen wir nur noch durchspielen. Und das haben wir jetzt ja schon nicht noch 5 Millionen Mal gemacht. Nein, haben wir noch nicht. Ihr erinnert euch, ich musste die Stage mehrmals spielen. Als wir sie zum ersten Mal gespielt haben, als wir die Crocs gesucht haben, als mir ein Croc gefehlt hat. Oder 2. Also ich spiele die Stage jetzt zum 5. Mal. So. Wir starten genau da, wo eine Kiste ist. Das ist doch schon mal sehr gut. Die ist nämlich eingezeichnet genau da. Da, wo Zelda steht. Also die haben wir ziemlich sicher, weil die ist gleich hier am Anfang. Also wenn wir die Kiste nicht haben, dann wäre das schon sehr merkwürdig. Wahrscheinlich war die hier irgendwo. Hier in der Ecke oder so, keine Ahnung. Haben wir ziemlich safe. Alles andere wäre ganz merkwürdig. Irgendwo hier war die, keine Ahnung. Egal. Oder hier? Nein, also die haben wir. Da bin ich ziemlich sicher. Okay. Gut. Dann die nächste ist hier. Da, dieses Stück muss ich angehen.
Und dann drauf, gleich daneben hier. Also die sind sehr nah beieinander. Da rennen wir jetzt einmal fix durch. Wo bin ich jetzt reingelaufen? Lull. Interessant. Ich hab schon wieder nicht auf Easy gestellt. Ich bin so eine Pflaume. Bei der letzten Mission denke ich dann irgendwann mal dran. Wieso vergesse ich das denn immer, ey? Habe ich mein A jetzt eingesetzt? Bin ich komplett dumm? Ich habe mein A eingesetzt. Naja, ist ja egal. Ist ja kein Weltuntergang. Aber dumm ist es. So, den anderen kümmert sich Urbosa mal drum. Keine Zurückhaltung. So ist es. So, hier war der eine Krog, den wir vermisst haben. Und hier ist auch eine Kiste. Ich glaube aber, die haben wir genommen. Ich glaube, die hat... Ja, egal. Ich glaube, die habe ich damals gefunden. Bin mir nicht sicher. Also, die müsste hier irgendwo sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die haben. Alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde sagen, die haben wir. Ich verbuche die mal, als haben wir eingesammelt. So machen wir es. Oder muss ich hier... Ne, hier kann ich nicht hoch, okay. Gut, die 3 war wie gesagt, ja, so hier irgendwo, da. Das kann dieser Weg hier außen sein, das kann auch dieses Ding hier innen sein. Also praktisch da, wo mir auch der letzte Krog gefehlt hatte. Genau da, wow, ja. Mhm. Also, aber ich kann mich eigentlich auch entsinnen, dass ich hier eine Kiste irgendwo mitgenommen habe. Keine Garantie. Aber ich meine, ich hätte hier eine Kiste mitgenommen. Aber wenn dann, also wenn von der Zeichnung her... Von der Zeichnung her irgendwo hier. Da ist der Krog, der uns gefehlt hat. Genau. Es ist so ärgerlich, dass es die Kisten nicht mehr zeigt, wenn man sie hat. Das ist echt ein bisschen ungünstig. Aber ich wette, die haben wir. Also die kann ich mir halt nicht vorstellen, dass ich die verpasst habe. Die würde ich auch erstmal als abgehackt sehen. Nee, also... Die würde ich als abgehackt sehen. Also hier sind wir so viel rumgelaufen. Nee, die gilt für mich als eingesammelt. Okay, Wechsel zu Urbosa. Und tschüss. So, das war das. Okay. Urbosa kann sich jetzt kümmern um Nummer 6. Die ist hier. Nee. Hier. In diesem Stück. Ich glaube aber, das haben wir. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Trotzdem muss ich halt mal hinlaufen, weil ich muss es ja sicher... Ich muss es ja sicherstellen. Na, aber ich denke, die haben wir ziemlich sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da was übersehen habe. Hier hinten. Ja, da war ein Krog und da war eine Kiste. Die haben wir. Ich müsste schon sehr blind sein, wenn ich jetzt eine Kiste übersehen habe. Und auch jetzt immer noch übersehe. Das ist ja das Ding, ne? Okay. Die nächste. Die haben wir auch hundertprozentig, aber ich laufe trotzdem kurz hin.
Ist auch in einem der Gänge, den wir übersehen hatten, auf der Suche nach Crox, die ich dann nachschauen musste. Und zwar hier am Ende des Ganges. Eben nicht hier, sondern hier am Ende des Ganges. Da war hier der Krog, den wir verpasst hatten. Und hier hinten war eine Kiste eingegraben. Die habe ich genommen. Da bin ich mir... Ja, also das meine ich auch noch zu wissen. Dass ich hier eine Kiste mitgenommen habe. Ja, die haben wir. Da brauchen wir gar nicht nachgucken. Okay, so. Dann ist aber auch eine... Da, wo ich gerade reinlaufen wollte, auf der Seite. Ich glaube aber auch die haben wir. Ich meine, auch da waren wir drin. Aber jetzt stellt euch nochmal. Stellt euch vor, wir würden das nochmal alles spielen und ich würde suchen. Und nicht wissen, wo. Imagine. Imagine. Wie sick das ist. So, hier irgendwo. Weil du kriegst ja diesen blöden Radar auch erst später. Das heißt, du weißt vorher gar nicht, dass die Kisten auch gezählt werden. Da ist der Krog. Oh, ich ahne Böses. Ich habe hier den Krog gesammelt und bin nicht hier nach hinten. Meistens wirklich da, wo ein Krog ist und dann habe ich mich nicht weiter umgeguckt. Krog gesammelt und weg. Gut, das war's. Das war die Kiste. Okay, so. Urbosa begibt sich nach hier. Und wir wechseln zu Mipha. Die ist eh gerade dort, wo man sich verprügeln muss. Ich muss es tun. Genau. Damit es schneller geht, musst du das tun, Mipha. So, gut. Dann kann Mipha schon mal weiterziehen. Wir wissen ja, wo es weitergeht. Und zwar, ich glaube, das war hier. Ich glaube, da ist der nächste Kampf. Nee, hier ist der nächste Kampf angesiedelt. Da müssen wir hin. Da kann Mipha schon mal hinwatscheln. Und wir wechseln zu Urbosa. Und laufen mit Urbosa jetzt hier selber weiter. Die paar Schrittchen. Und tschüss. So. Wir nehmen mal kurz das Ding hier ein. Einfach auch, um ihr Haar aufzuladen. Ein trauriger Anblick. Hey, ihr seid mir zuwider. Hey, verschwindet. Wie praktisch. Vorsicht, Bombe. Vorsicht, Bombe, alles klar. Schnips. Schöner Angriff. Okay, so. Dann kann Urbosa... Na, Urbosa bleibt erstmal hier. Weiter geht's mit Mipha. Die ist nämlich fast schon da, wo wir hin wollten. Genau, perfekt. Oh, es ist so praktisch, wenn man weiß, wie das funktioniert mit diesem... Na, man schickt... Charaktere irgendwo hin und dann sind die halt schon da und man hat den ganzen Laufweg nicht mehr. Es ist so praktisch. Dass ich das nie genutzt habe, ist einfach nur dumm. Es ist so effing praktisch. So.
Jetzt geht Mipha hier hin. Oder kann man jetzt schon hier hin? Ich glaube ja. Na, ich glaube jetzt, bevor hier dieses Ding aufgeht mit dem Hinox, gab es jetzt diese einzelnen Abschnitte noch. Ich glaube, man kann jetzt hier rein. Ah, kann man noch nicht. Ach, weil noch zu ist. Okay, ich muss warten, bis die Mission weitergeführt wird. So führe er die Mission weiter. Danke. Und jetzt kann Mipha immer noch nicht hierhin. Wo sind jetzt diese... Ah, ich muss warten, bis sie eingezeichnet sind. Na komm. Okay. Okay, Urbosa ist eh schon dort. Ja, dann passt im Moment alles. Nein! Ich muss es tun! Ich darf nicht verlieren! Doch, das war ein kurzes Vergnügen mit dir. Aber jetzt kann Mipha hier rüberlaufen und Urbosa kümmert sich um den anderen. Adios. So. Und jetzt kann Urbosa schon mal weiterlaufen nach da. Und wir wechseln wieder zu Mipha. Alles klar, Mipha. Mipha! Ich bin nicht da! So, weg mit dir. Gut. Jetzt kann Mipha nach da. Das dürfte gleich aufgehen, das Tor. Und wir wechseln zu Urbosa. Jetzt müsste das hier auch aufgehen. Hey! Sag ich ja. So sieht's aus. Hä, hat er nicht gerade sein letztes Schild verloren? Egal, dann ebenso. Was soll's, dann ebenso. So. Und während ich jetzt eigentlich ganz weit außen rumlaufen müsste, bin ich ja schlau gewesen und habe Mipha dahin geschickt. Und kann also dann gleich mit Urbosa hier zum Hinox gehen. Mipha! Und Mipha kümmert sich um den Teil hier oben. Ich muss es tun.
So, und jetzt können alle zum Hinox. Und danach ist eigentlich eh Schluss, weil dann kommt noch Link in der Hauptstadt. Ja, dann kann ich auch jetzt mit Mipha gegen den Hinox kämpfen. Lad mir nochmal unser A auf. Dann passt die Geschichte. Uiuiuiui. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Ja, es ging jetzt doch recht fix, dadurch, dass ich halt diese, ne, dieses Hin- und Her-Geporte und so mittlerweile doch ein bisschen besser beherrsche, würde ich behaupten wollen. Ich finde schon, dass ich das besser mache mittlerweile. So, das war's mit dir. Und dann kriegt Super wieder aufs Maul. Nehmen wir noch vor ein paar Rubine mit. Oder auch nicht. Okay. Easy. Au. So sehe ich das auch. Moin. Und ich denke dran, auf Easy zu stellen. Ich denke aktuell noch dran. Noch. Es wird halt so viel schneller gehen, ne? Verzeihung. Entschuldigung angenommen. Als Versöhnungsgeschenk. Hier, bitteschön. Schönes Versöhnungsgeschenk, oder? Ich finde das super. So, 50 Minuten, 2 Stages. Fantastisch. Aber wir wären so bei 1,5 Stunden eine Stage, ne? Also es ist schon ein bisschen schneller. So, Monsterteile plus 5 weg. Schaden durch Spezialangriffe weg. Okay. Ach, Link, ey. Wo ist der Ast? Weg. Entschuldigung. Meine Stimme versagt schon wieder hier. So, jetzt stellen wir erst auf Easy um. Damit ich dran denke die ganze Zeit. Ich denke an nichts anderes mehr als auf Easy um. Sei kein Dummkopf, stell um. So, also. Optionen. Einstellungen. Schwierigkeitsgrad einfach. Nur für jetzt, ne? Ich muss es wieder dann zurückstellen. Ich hoffe, ich denke dran, bevor wir die Hauptmission weitermachen. Okay. Ja, wie viele Missionen haben wir jetzt noch vor uns, die uns fehlen? Also da haben wir jetzt alles. Die haben wir auch jetzt alle. Also wir haben Kapitel 1 und 2 jetzt kistentechnisch abgeschlossen. Kapitel 3. Ja, da fehlt eine Kiste im Wald der Crocs. Das dauert halt auch wieder 3 Jahre. Kann es nicht ändern. Da haben wir zum Glück alle. Okay, also da ist eine Stage. Akala müssen wir... Oh nein, Akala haben wir 2 Kisten. Aber dadurch... Also ich denke wirklich dadurch, dass wir das aufteilen und so, geht es recht schnell jetzt auch in Akala dann. Sollte recht fix gehen. Die haben wir. Quelle des Mutes geht eigentlich auch recht fix.
Ich denke, das sind 3 Missionen, die wir im nächsten Part hinbekommen. Ich denke ja. Schloss Hyrule Flucht. Gut. Wenn man jetzt suchen muss, kann man eigentlich auch ganz gut durchlaufen. Und dann haben wir es ja schon. Da noch eine, okay. Aber so viel ist es gar nicht mehr. 2 Parts, würde ich sagen. Ich würde sagen, 2 Parts. Okay. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Und... ach. Und tschüss.